Sie ist Fashion Director bei der Glamour. Dann Lena Gerke, die Gewinnerin von Germany's Next Topmodel. Und Jan Delay. Jan, ich nehme hier erstmal zur Kenntnis, dass du deine Ankündigung im Vorfeld hier mit MC Hammer, Schulterpolstern und Buffalos aufzutauchen nicht wahrgemacht hast. Was ist los? Nee, ich dachte, wenn nachher P. Diddy hier vorbeikommt und mich so sieht, dann habe ich keinen Stein bei ihm im Brett. Deshalb musste ich so kommen, wie ich sonst auch komme. Du bist ja ein extrem stylebewusster junger Mann, das hat man ja in den letzten Jahren feststellen können. Und es gibt in deinem aktuellen Smasher, klar, da gibt es eine Strophe, da geht umso mehr draus hervor, dass du wirklich ein Styler bist. Wir schauen da jetzt mal rein und ich bitte alle, ganz genau auf den Text zu hören. Ich rock in Lacoste und greif vor Rain. Und immer fresh, aha, und ohne Fleck, aha. Der Scheiß muss strahlen wie Halogen. Du siehst mich nie in einem verdreckten Shirt. Eher mach ich einen Track mit Björk. Der Mac Daddy, aha, und Fred Perry, aha. Und mein Styler werden weggeburt. Ja, da werden hier ein paar Namen gedroppt und grundsätzlich die Frage so, wie wichtig ist dir denn Mode? Wie wichtig ist es für dich, dass du ganz genauso aussiehst, wie du jetzt aussiehst? Sehr wichtig, hallo, ja, das ist mir sehr wichtig, allerdings geht es nicht um Mode in erster Linie, sondern um Style und das kannst du auf alles beziehen, also du kannst auf Musik beziehen, vor allem natürlich, weil da komme ich her und dann geht dann damit aber die Mode, das was man anzieht oder das was man isst oder das was man denkt und meint, alles Hand in Hand, so, Style ist einfach alles und deshalb eben auch die Mode. Was meinst du denn, wer beeinflusst denn da wen? Musiker, die Mode oder umgekehrt oder beide sich gegenseitig? Ich glaube, alle sich gegenseitig. Also das Ding ist damals, die Idee vom Hip-Hop war ja, du nimmst dir überall das, was dir gefällt, also jetzt musikalisch gemeint, und baust daraus mit deiner eigenen Identität dann deinen eigenen Style, so musikalisch. Aber es ist halt, über die letzten 30 Jahre ist Hip-Hop so gewachsen, dass es überall reingeschwappt ist. Weißt du, du kannst jetzt Hip-Hop-Hosen auch bei Karstadt kaufen oder du kannst ins Kino gehen und dir irgendeinen Hip-Hop-Film angucken. So ist halt ins Film, in die Mode, ins Essen überall reingewandert und so hat auch jeder diesen Grundgedanken, glaube ich, übernommen. Dieses, ich nehme mir einfach aus allem das, was mir am besten gefällt und baue mir daraus mein eigenes Ding. So. Und das ist halt ziemlich geil, dass das so ist. Julia, vielleicht für dich ganz kurz, wer sind denn die Stilikonen in der Musik? Also ganz klar natürlich Madonna, die sich jedes Jahr und jede Saison wieder neu erfindet. Also sie ist einfach wirklich stilbildend für die Fashion und ist auch eigentlich die Erste, die die Trends umsetzt. Gwen Stefani kann ich auch noch nennen, finde ich auch sehr cool, wobei die von John Galliano, dem Designer, eingekleidet wird. Da hat sie natürlich einen guten Namen an ihrer Seite. Also es sind so die beiden Fashion Ladies im Musikbusiness. Ja, noch ganz entspannt aus hinter der Bühne jetzt, Julia. Überrascht dich das? Also ich bin wirklich überrascht, weil ich kenne es von internationalen Modenschauen, da ist vorher die Hölle los. Also ihr seid gut vorbereitet. Herzlichen Glückwunsch. So kann man das auch sagen, ja. Tiefe Entspannung bei MTV Designerama. Lena, wie ist es für dich? Also du hast ja jetzt auch schon viele Shows, bist du gelaufen. Was ist denn unmittelbar vor einer Show los in deinem Kopf? Hast du da nur so einen Tunnelblick oder bist du total nervös und saugst alles nochmal auf? Also klar, ich bin schon nervös, auch vor jedem Lauf, aber ich glaube, wenn man dann erstmal auf dem Laufsteg ist, dann ist es halb so schlimm, wie man vorher gedacht hat und dann ist die ganze Aufregung auf einmal weg. Und dann macht es einfach nur noch Spaß und dann gehst du nach hinten, dann ziehst du dich wieder um und dann vergisst du den ganzen Stress sowieso. Man muss ja wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Kommandos hören, ne? Die der Choreograf gibt. Genau, ja, du gehst es natürlich vorher mal mit dem Choreografen durch und daher weißt du eigentlich schon bei der Show, was du machen musst und man hat ja auch selber so ein bisschen Erfahrung. Der Choreograf bei MTV Designerama 2006 und auch in den Jahren zuvor ist ja der dir sehr gut bekannte Bruce Darnell. Also er hört dich jetzt zwar, du kannst aber trotzdem aus dem Nähkästchen plaudern. Wie ist es denn, mit Bruce zusammenzuarbeiten? Mit Bruce zusammenzuarbeiten, ja, ist eigentlich immer ganz lustig. Er kann natürlich sehr hart sein, das wissen wir alle, glaube ich. Aber er macht seinen Job eigentlich ziemlich sehr gut. Also er ist, glaube ich, selber der beste Läufer. Und wir können immer wieder was von ihm lernen. Also bei den Proben war es ja wirklich so, dass er den Models dann vorgelaufen hat, wie das dann auszusehen hat später. Das hat er bei euch auch gemacht in der Show. Und da habt ihr euch gedacht, so gut wie der möchte ich es auch mal können und er ist ein Mann. Wie bitte? Ihr habt ja wahrscheinlich gedacht, so gut wie der möchte ich es auch mal können. Und der kann ja mit ja, hauchhackigen Schuhen. Ja klar, er hat halt versucht, uns immer das Beste beizubringen und so und in der Show die ganze Zeit. Aber er ist wirklich sehr, sehr gut. Also wirklich. Extrem wichtig bei einer Show ist ja auch die Musik. Bist du schon mal eine Show ganz ohne Musik gelaufen? Gibt es sowas überhaupt? Also ich bin noch keine Show ohne Musik gelaufen. Ich finde, es gehört auch ein bisschen dazu, weil dann macht es mehr Spaß und
ja, finde ich einfach cooler. Ja, was die Musik angeht heute, da haben wir ein ganz besonderes Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Die kommt nicht vom Band. Nein, ihr wisst es, die wird live gespielt zur Show und zwar von mir. Und das ist nicht nur eine Band, die sagenhaft die Musik macht, sondern auch sagenhaft aussieht noch dabei. Und wie stylisch Mia sind, gucken wir uns jetzt an. Mia, das sind Frontfrau Mieze und ihre Bandkollegen Andi, Ingo, Bob und Gunnar, allesamt aus Berlin. Mia sind vor allem bekannt für ihre Experimentierfreude. Das zeigt sich nicht nur musikalisch, sondern auch optisch. Sie wagen es seit fast 10 Jahren, die verschiedensten Musikstile von Elektro bis Punk zu vermischen. Und auch was ihre Klamotten angeht, wird gerne wild kombiniert. Und bei der Gruppe Mia kann man auf jeden Fall feststellen, dass wir nicht uninteressiert sind an Mode, dass Mode für uns ein Kommunikationsmittel ist. Wir sind Künstler und ja, wir wollen verstanden werden. Und das geht heutzutage sowohl über Musik als auch über, ja, über das, was wir anhaben. Besonders die schrille Mieze beweist mit ihrem Mut zum eigenwilligen Outfit Stilsicherheit. Es gibt keine Modesünden für mich, ich kann alles tragen. Und das tun wir. Sie tragen alles. Vom 80er-Jahre-Outfit bis zum quietschbunten Fetzen oder mal ganz schick in Schwarz-Weiß. Und auch wenn es manchmal so aussieht, Mieze und die Jungs von Mia greifen für ihre Outfits nicht einfach wahllos in den Kleiderschrank. Da ist ein roter Faden drin in den Sachen, die wir anhaben. Also man erkennt, wir gehören zusammen. Sehen Sie selbst! Man erkennt auch, dass sich die fünf wohlfühlen in ihren Klamotten und Spaß daran haben, ihren Stil immer wieder neu zu erfinden. Und dafür brauchen sie keine teuren Designerfummel. Es gibt viele Freunde von uns, die Sachen selbst schneidern und die wir dann auch total gerne fragen, ob die jetzt was machen können. Und mit ganz individuell geschneiderter Garderobe schaffen Mia es stets, ihren ganz eigenen Stil zu kreieren. Damit du fühlst. Umso mehr darf man gespannt sein, in welchem Fummel sich Mia bei Designerama on Stage blicken lassen. Lasst euch überraschen, schon kann es geschehen. Mia also heute, die Liveband bei der Fashion Show. Wie findet ihr Mia, Jan? Wie findet ihr Mia alle hier zusammen? Ich bin Mia Fan. Ohne Scheiß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse das selber, wenn Leute das sagen, aber dieses so von wegen früher waren sie besser und bla bla. Aber die ersten beiden Alben habe ich halt richtig schwer gefeiert und das neue ist nicht so mein Ding einfach. Aber die ersten beiden sind der absolute Hammer. Okay. Ihr, Mia? Ich bin auch ein Mia-Fan. Ich finde, sie macht das geil. Auch gerade irgendwie als Aushängeschild für Berlin ist cool. Findest du auch gut, Lena? Auf jeden Fall. Also ich bin ein ganz großer Fan von Tanz der Moleküle. Das ist mein Lieblingslied. Sehr gut. Vielleicht kommt es ja heute sogar. Wie ist es denn generell bei Musik, bei Fashion-Shows? Gibt es denn Musik, zu der man besonders gut laufen kann und zu der man dann auf der anderen Seite überhaupt nicht laufen kann? Klar, es gibt, auf jeden Fall ist Musik, auf jeden Fall der Takt sehr wichtig bei der Musik, dass du auf den Takt laufen kannst, dass es nicht zu schnell ist und nicht zu langsam, je nachdem, was die Show auch für ein Motto hat eigentlich. Und wenn jetzt so Pausen in der Musik sind, fällt es euch dann schwer, euch irgendwie zu bewegen oder überbrückt ihr das dann einfach? Du hast den Rhythmus, denke ich mal, eigentlich im Ohr dann, wenn du vorher schon gegangen bist und dann fällt einem das nicht mehr so schwer, ich denke nicht. Was glaubst du denn, Jan? Also ich weiß nicht, hast du schon jemals live bei einer Fashion-Show gespielt, so als Begleitung? Nee, nicht wirklich. Kannst du dir das vorstellen? Was wäre denn dann anders als eine normale Konzertsituation? Ich weiß nicht, ich denke mal, wir würden alle Lieder, die irgendwie langsamer sind als 100 BPM, einfach rausstreichen, weil ich glaube, du musst ja irgendwie so ein schnelles Tempo haben. Ich glaube, bei Wind of Change von den Scorpions würde nicht so viel gehen auf dem Laufsteg. Also was Mia ja ausgefuchst ist, machen ist, die Songs, die müssen ja... im Gegensatz zur Musik vom Band, die ja übereinander übergeht, müssen die Songs ja auch ohne Applauspause dazwischen kommen. Glaubst du denn, Lena, dass da ein großer Unterschied ist zwischen live gespielter Musik bei einer Show und Musik, die dann vom Band kommt? Also ehrlich gesagt habe ich auch noch nie eine Mondschau gelaufen, jetzt wo eine Liveband war. Und ich finde es eigentlich sehr cool. Also es ist mal was anderes, es ist was Besonderes, weil es eigentlich fast keine Mondschau macht. Und deswegen ist es wirklich toll. Ja, und es muss auch wirklich tight sein, weil... die ganze Show ist drauf choreografiert und wenn die schneller oder langsamer spielen, dann raucht das Ding ab. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt nochmal zu Mirjam zurück. Zumindest ist es soweit. Es gibt nochmal eine kurze Pause und danach dann
extrem schöne Anziehsachen, äußerst attraktive Menschen und eine fantastische Band, Mia, die live zur Fashion Show spielen wird bei MTV Designerama 2006, hier live aus The Station in Berlin und in eure Wohnstuben. Also, kleinen Moment Geduld noch, bis gleich. Von Sony Ericsson mit dem ersten Cybershot-Handy der Welt. Und Got to Be von Schwarzkopf. Attitude for Hair. Hallo, herzlich willkommen zurück bei MTV Designerama on Stage 2006 live aus der Station hier in Berlin. Jetzt ist es gleich soweit. Vier Labels und Studenten der Akademie für Mode und Design Düsseldorf zeigen jetzt gleich ihre heißesten und besten Kreationen. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, dass hinter der Bühne schon alle mit den Hufen scharen, die Models, die Designer und auch die Band zur Show steht schon in den Startlöchern. Also, jetzt kann's losgehen. Hier ist live aus der Station Berlin MTV Designerama 2006 live on stage. Will ich in den Club rein? Ich will bei meinen Freunden sein. An der Tür ein bekanntes Gesicht. Lässt er mich rein? Oh, kennt er mich heute nicht? Erst mach ich Spiele. Ah, ah, es lässt mich nicht in Ruhe. Im nächsten Augenblick schlägt es zu. Ich tanz drauf.
Zukunft, liebe das Leben, ich feier im Zwielicht. Ich tanze in die Zukunft, liebe das Leben, feier im Zwielicht. Ich tanze in die Zukunft, liebe das Leben, feier im Zwielicht. Ich tanze in die Zukunft, liebe das Leben, feier im Zwielicht. Und ich hasse den Krieg! Time.
harte Kugel rund. Selbst im Kampf ergeben sich deine Lippen mein Licht. An deinen glühend heißen Wangen verbrenn ich meine Finger. Selbst wenn du mich zu Boden wirfst, find ich mich als Gewinner. Was ist mit meinem Willen los? Was meinem Willen los? Du bist Eis, eiskalt. Du bist Eis, eiskalt. Mein we'll be right back.
schick ich mich dir mit jeder Sekunde, damit du fühlst, wie ich, damit du fühlst.
is there some laugh in the room? So give it to this man. Eine Fashion Show, Mia, sehr schön. Applaus. Es ist vollbracht. Meine Güte, 25 Minuten am Stück spielen ohne Pause. Mia haben da einiges geleistet. Da frage ich gleich nochmal Backstage nach, wie das dann so war. Aber man kann sagen, amtliche Fashion Show. Jetzt weiß ich, was ich im Sommer. Das war toll. Ich freue mich jetzt schon auf die Highlights nach einer kurzen Pause. Und da gibt es natürlich auch noch ein kleines Resümee mit unseren Experten und den Designern und wie Mir haben schon gesagt, mit mir. Bis gleich. Cybershot-Handy der Welt. Und Got to Be von Schwarzkopf. Attitude for Hair. Da sind wir wieder zurück beim TV Designerama on Stage 2006. Eine Wahnsinnsshow und ich glaube, es ist gar nicht so einfach, da zu sagen, was die Highlights waren. Kannst du dich auf irgendwas einschränken, Julia? Also erstmal Gratulation an alle, die gezeigt haben. Es war eine klasse Show, es war eine super Mischung an Mode. Ich habe schon meinen Favorite, muss ich sagen. Second Best war für mich Brandmeier und Gaspar Jukovic war mein Favorite. Und von den Outfits auf jeden Fall das graue Kleid mit dem Federrand, das war klasse. Das hatte die Trendfarbe, das hatte die richtigen Details. Das ist was, das sollte jeder im Schrank haben. Okay. Lena, was waren denn deine Favoriten? Meine Favoriten, ich muss kurz gucken, Estudio Chocolate. So ein gelbes Sommerkleid mit so kleinen Segelbötchen drauf, fand ich sehr süß und fand ich sehr cool. Ich glaube, Jennifer hat sogar getragen. Jan, jetzt bin ich aber mal gespannt, ob dir eine Jungs-Sache oder eine Mädchen-Anzieh-Sache besser gefallen hat. Also ich muss natürlich von den Jungs-Sachen ausgehen, von den Sachen, die ich auch tragen würde. Ja. Und da war auf jeden Fall von Dean und Tyler der blaue Anzug. Allerdings war da eine Sache, die geht absolut gar nicht, nämlich barfuß auf die Bühne gehen oder auf den Laufsteg. Das finde ich schlimm. Aber der Anzug war echt, der war gut. Bist du auch ein Mann, der keine Flipflops trägt? Im Urlaub, wenn mich keiner sieht. Aber eigentlich... Also ich finde barfuß einfach, das ist irgendwie eine Beleidigung für alle anderen. Also bei Typen. Bei Typen. Jetzt bin ich mal gespannt, so, ob sich jetzt hinten alle total aufgelöst, ob die in irgendwelchen Ecken rumliegen und froh sind, dass es vorbei ist. Oder ob da noch buntes Treiben ist und Mirjam ist da mit ganz besonderen Gästen. Ja, wir sind tatsächlich jetzt hinten. Mir sind neben mir und scheinen... Naja, bis auf dich sehr glücklich. Wie, was mit mir jetzt? Mit mir geht's gut. Du hast gerade so ein Gesicht gezogen, aber es war sensationell, oder? Miri, ich bin in einen Model reingelaufen. Ich muss es gleich verarbeiten, weil ich befürchte, dass Bruce mich vielleicht heute noch irgendwo runterstürzt. Kann gut sein. Ich glaube, der hat ziemlich zornige Augen gehabt vorher, als ich ihn gesehen habe. Aber nein, das auch noch so. Ich dachte mir zuerst, dass die Jungs sich nicht konzentrieren können, weil so viele schöne Mädels auf der Bühne waren. Aber du warst ja eigentlich diejenige, die dann bei jedem männlichen Model vorne war. Und hallo... Das ist ja auch ein Hochzeitskleid. Ja, da wollte ich mal probieren, wer da so passen könnte. Okay. Und jemanden gefunden? Die Kombination in Weiß sah sehr gut aus. Ich bin auch Fan von dem in Weiß. Mit den langen, glatten Haaren, ne? Ja, Clockwork Orange, mit dem, ja. Naja, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Und hier ist ihr Herzblatt, also ich nehme dann gerne Zuschriften entgegen. Welcher von diesen Typen hat euch am besten gefallen? Aber zusammenfassend, Designerama, wir dürfen euch wieder einladen und ihr würdet eventuell nochmal hier bei uns auf die Bühne. Es ist ganz clever von dir, die erste Euphorie. Ich würde auf jeden Fall, ich weiß nicht, Jungs, kommt ihr nochmal wieder? Ich komme nochmal. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja. Nur wissen, wo ich unterschreibe. Jetzt hast du was gesagt, ey. Ja gut, dann sehen wir uns dann nächstes Jahr. Vielen Dank, es war großartig. Ich bin jetzt Fan. Den Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, wir sind da und... Ich würde sagen, wir sehen uns auch nächstes Jahr wieder. Julia, du als Expertin. Lena, läufst du mit? Ja, gerne. Sie läuft gerne mit, das höre ich gerne. Und Jan macht die Begleitmusik. Auf jeden Fall. Ha! Drei Versprechen abgerungen. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank an euch. Gerne. Das war MTV Designerama on Stage 2006.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.